Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal, heute mit meinem allerersten Unboxing hier. Es geht um den neuen SCUF, den ich mir bestellt habe, der SCUF Impact. Es gibt mittlerweile schon eine neuere Variante, aber ich lege sehr viel Wert auf den Impact. Warum und weshalb, darauf gehe ich gleich drauf ein. Ist mein zweiter SCUF. Das hier ist mein erster, ist auch ein Impact. Das ist die High-End-Variante, so wie man sich im Netz den zusammenstellen kann. Da ist wirklich jeder Schnickschnack drin und deswegen kann ich, denke ich, getrost sagen, ich habe ihn soweit so stark getestet, dass ich einiges weggelassen habe. Und was das im Einzelnen ist, darauf gehe ich gleich ein. Ich habe ihn lediglich schon mal aus der Umverpackung genommen, weil der Karton sah aus wie Sau, weil gewisse Paketdienste nicht mehr so mit den Paketen umgehen, wie man das gerne möchte. Und deswegen, und das geht mir auch ziemlich auf den Sack, hier habe ich schon eine kleine Schmarre im Karton, das hat mich überhaupt nicht erfreut. Aber solange der Inhalt funktioniert, ist mir das jetzt erstmal scheißegal. Wie der Controller aussieht, weiß ich natürlich schon, weil ich habe mir selber zusammengestellt. Ich packe mal mit euch gemeinsam aus. Ausgepackt habe ich noch nicht. Ups, da kommt mir schon eine Zettelei entgegen. So, hier so ein bisschen Krimskrams, ein Zettel. Da ist ein Code drauf von dem Hersteller, der den zusammengebastelt hat. Ein Team SCUF-Aufkleber finde ich auch richtig geil. Ich habe mir den ersten aber schon nirgendwo hingeklebt. Welcome to the world of SCUF steht hier auf dem Kärtchen. Und ein bisschen Schnickschnack. Ist alles uninteressant. Betriebsanleitung. Wie ein Controller funktioniert, weiß jede Sau. Der Controller hier, der hatte noch ein paar Sonderfunktionen. Darauf gehe ich gleich drauf ein. Die habe ich ja weggelassen. So, jetzt kommt der spannendste Moment. Ah, das ist doch göttlich. Schaut es euch an. Ist es nicht wunderschön? Mattrot mit goldenen Knöpfen. So habe ich mir bestellt. Oh, das ist wunderschön. Wunderschön. Ich freue mich auf die erste Runde. So, Besonderheiten. Darauf gehe ich mal kurz drauf ein. Warum es nämlich das SCUF Impact geworden ist. Wenn wir jetzt mal vergleichen. SCUF Impact. PlayStation 4 Controller. Die Größe. Das ist für mich entscheidend. Warum? Ich habe extrem lange Finger, wie man hier sieht. Also mir geht es nicht, die größte Besonderheit an dem SCUF ist wirklich, der hat 4 Pedals. Ich brauche wirklich nur 2, die anderen brauche ich nicht wirklich. Der ist relativ groß, der hat mehr die Form vom Xbox One Controller und ich finde das Handling von den Xbox One Controllern einfach besser. Die Rumbles, also diese komischen Motoren, die hier drin sind, die habe ich ausbauen lassen, kosten nochmal 5 Euro extra, die zu entfernen, dadurch ist er leichter und bei Shootern, dazu sind die nun mal die Controller, bei Shootern stört das diese Vibration nur. Natürlich kann man das ausstellen, aber ich finde es ohne einfach leichter, angenehmer zu handeln. Was ich bei dem ersten Controller noch hatte, hier gibt es so einen Triggerstopp. Wie man hier sieht, ist hier der Weg vorbei. Das habe ich bei dem zweiten Controller jetzt nicht mehr gemacht. Ist nicht unbedingt wichtig. Kann man machen, muss man nicht machen. Was habe ich hier noch anders gemacht? Das ist der Military Grip. Sieht man hier diesen Grip. Die Hersteller versprechen, dass man mehr Grip beim Zocken hat. Ich finde für mich, ich brauche es nicht wirklich, denn wenn du richtige Schweißhände hast, wenn du lange zockst, dann nützt dir auch der Grip nicht. Das ist meine persönliche Meinung. Kostet zwischen 15 und 20 Euro, glaube ich, extra. Ich habe es weggelassen. Wie gesagt, man spart dadurch nur noch mal mehr Geld. Was noch besonders ist, das sind die Thumbsticks. Sieht man ja hier. Der rechte ist ein bisschen erhöht und ist gewölbt. Man kann den auch so bestellen, dass die Wölbung nach innen geht. Muss jeder für sich selber entscheiden. Ich habe dadurch mehr Grip irgendwie und rutsche weniger von dem Analog ab. Man kann die austauschen. Da gibt es so einen kleinen Schlüssel. Dann kann man das aufdrehen und kann die wechseln. Man kann einen kürzeren reinmachen, also die Standardgröße und oder die längere Größe. Ich finde die längere besser, weil man einfach sensibler aimen kann. Hatte ich in meinem Standard PS4 Controller, bevor ich überhaupt einen SCUF hatte, auch schon. Ist so ein Aufsatz, den kann man sich auch im Internet bestellen. Ist keine schlechte Sache. Mein alter SCUF hat einen Geist aufgegeben, deswegen musste ich meine letzten Gameplays alle mit einem Standard Controller machen. Was gibt's noch zu sagen? Es gibt eine Remapping-Funktion. Das ist so eine Art Magnet, den knallt man sich ja hinten dran und dadurch kann man sich die Knöpfe anders legen. Wenn man zum Beispiel X oder Kreis oder R1 oder hast du nicht gesehen, auf einer der Pedals legen will, macht man diesen Magneten da dran. Ich habe darauf verzichtet, weil ich es nicht brauche. Standardmäßig ist hier X, also springen, und hier ist Kreis, hinhocken, hinlegen, hast du nicht gesehen. Das sind die wichtigsten Funktionen. Also jeder, der das Video gerade schaut, weiß, worauf es wahrscheinlich bei dem Controller ankommt. Ich werde jetzt noch eine Runde Black Ops 4 hinten dran hängen. Ein Fazit wird es von mir nicht geben, weil, wie gesagt, ich habe den ersten SCUF zur Genüge getestet. Was ich noch dazu bestellt habe, ist noch so ein Ladekabel. Das werde ich immer am Controller haben, weil bei mir geht das relativ schnell, dass der Akku runter ist.
Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Video. Ich halte hier nochmal den Motorola hoch, weil er einfach schön aussieht. Ja, viel Spaß bei dem Video noch, was ich jetzt hinten dran schmeiße. Ich würde mich sehr, sehr über einen Daumen natürlich freuen. Lasst ein paar Kommentare da, wenn ihr noch ein paar Fragen zu dem Controller habt. Ansonsten gerne ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Kleiner, hässlicher. Das war natürlich klar. Fällt mir ein, welches Perk ich eigentlich wieder reinmachen will. Und zwar Gewandtheit. Das ist nämlich ein ziemlich wichtiges Perk. Wenn du so um Ecken springst und so, wie wir. Ja, wo kommt der denn her? Ich rasiere hier gerade übelst, ich weiß aber nicht warum. Oh nein, jetzt habe ich aus Versehen meine Hellstorm aktiviert. Da bin ich nicht mit einverstanden. Immer schöne weitermachen. Ich check trotzdem nicht, warum ich nach 11 Kills nicht meinen Scharfschützen-Nist hatte. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Geh mal weg, Alter. Das ist übelst im Weg, ey. Oh, ist das schlecht. Das Schlimme ist, dass man dann immer wieder denselben Weg wählt, ey. Und trotzdem auf die Fresse kriegt. Ach, da ist noch einer in diesem kleinen Gebäude vor A. Da sind zwei Stacheldrähte und einer, der liegt noch auf dem Boden und kämmt schön. Ah, Der auf das dem ist Boden ein hat ich weg. typisches. Bin ich sehr stolz auf dich. Vom Boah, da Vulkan? hängt hinter dem rechts hinter dem Fass. Okay, habe ich, danke. Warum stirbt denn der noch mal nicht? Das kann doch nicht wahr sein. Ich. Jut, jut, jut. Warte, da ist einer. Warte, warte, der kommt gleich wieder. Ich lag nach. Ich guck woanders hin. Scheiße. Warum macht er das? Ey, das ist so ein dummes Stück Scheiße, alter Teammate, alter. Läuft hier pre-firend. Jetzt hat er mich schon wieder umgehauen. Der ist so behindert, ey. So behindert, ey. Schießwütig, wie es. Weiß ich nicht. Also, was das Schlimme ist, dass die dadurch deine Killstreak versauen. Die ganzen Schüsse nicht zählen, die du vorher gemacht hast. Das finde ich eine Frechheit. Ich noch Gegner in dem Spiel oder? Ja, reichlich, habe ich das Gefühl. Ich laufe links neben dir. Ich bin das Leben. Ah, noch einmal, okay. Alter, wie viel haben die denn jetzt ausgehalten? Schade. Ey, habe ich echt, Alter, ich habe 1600 Punkte Vorsprung zum zweiten Platz. Ja, ich bin's schon. Das ist echt heftig, der Unterschied. Das ist Ich verstehe bestimmt doch alles nur mein Stuff.
Komm, schneller, 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 ich schneller, hab schneller. Ich kämpfe hier bei den Gegnern, da könnte ich auf. Aha. Ich habe das gegnerische Ding ab hier, na, die Kiste abgefangen, die Vorräte. Fand ich ein bisschen witzig von mir. ...31-11, akzeptable Geschichte. Du überlegst es bis 75. Alter, wir haben 63 Punkte, ich habe 31 Kills davon gemacht. Also quasi ja, so gut wie der Hälfte. Das ist echt übel.